Hallöchen, liebe YouTube-Freunde. Und ja, erstmal. Und ach so, alle Leute im Livestream, hallöchen. Und natürlich, also, gleich erstmal ein schönes Wochenende erstmal gewünscht. Ja, Mann, also erster Teil. Ich würde es noch öfter sagen, schönes Wochenende gewünscht, aber es ist der so original, Originalgruß jetzt als allererstes erstmal. Was wollte ich sagen? Ja, ich meinte gerade hier schon zu den Leuten im Livestream, dass ja unheimlich viele Videos auf Reserve haben. Das heißt, wenn ihr das jetzt gerade seht, die YouTube-Leute, dann sind wahrscheinlich, also sag mal, wir uns, bevor ihr das hier seht, ja, sind praktisch 20 Videos schon vergangen. Ungefähr so, ja, 20 Videos, weil wir haben ungefähr so 20, 15, 20 Videos, ich glaube so um die 20 Videos Reserve, also 15, 20. Das heißt, wenn ihr das jetzt, wo ich das gerade sage, in dem Moment sind theoretisch, ich liege das schon wieder, das 20 Videos liegen dann schon noch zurück oder so. Also habe ich dann in der Zeit noch freigeschaltet oder sowas. Irgendwie so, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja, für die YouTube-Leute. Ja, man, wir hängen tierisch zurück. Und bei dem Brandstormer-Kanal auch. Ja. Also wir, wenn ihr, und ich denke mal, wenn ihr dieses Video hier seht, dann dürften wir schon über die 800 drüber sein. Aber ist ja egal. Offiziell sind wir, also ihr müsst euch vorstellen, die für die YouTube-Leute, ihr hört jetzt gerade die Vergangenheit. Wir sind jetzt aber gerade in der Zukunft. Ja, das ist wieder typisch Hypnose. Wir reisen ja ständig durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das mit den Karten legen, mit unseren Déjà-vus. Und hast du nicht gesehen, ja? Das ist voll mystisch. Jetzt für die YouTube-Leute, ihr seht die praktisch jetzt die Vergangenheit. Für uns ist es aber gerade die Zukunft. Ist verrückt, oder? Das heißt also, das, was ihr jetzt seht, liegt vor uns schon 20 Videos in der Zukunft zurück. Verstehst du? Es ist voll verrückt. Weil theoretisch, ich muss ja noch, wie gesagt, so um die 20 Videos freischalten. Ja, das heißt, wenn ihr dieses Video seht, ist es 20 Videos später. Das ist ganz schön verrückt, wa? Ja, sag ich euch. Und, aber so ist es. Ja, also, ach so. Und dann praktisch, wenn ihr das Video hier seht, ist es für uns, was jetzt noch in der Zukunft ist, 800 Videos schon vorbei. Ja. Und für euch, in dem Moment ist es für euch praktisch schon auf dem Weg Richtung 900. Das werde ich dann in den nächsten Videos, was jetzt noch kommt, was für euch praktisch auch schon dann vergangen ist, immer noch für uns in der Zukunft, kommt dann irgendwo in so ein Video, wo ich dann sagen werde, wir haben jetzt die 800 Videos erreicht. Das ist jetzt aber noch nicht der Fall bei diesem Video. Witzig, oder? Das ist verwirrend. Ich sage euch, so, ich mache das mal Matchmaking. Matchmaking. So, hoffentlich passiert irgendwas, nichts, dass ich einfach nur so spielen kann. Okay, einfach nur spielen. Ich will doch nur spielen. Und hier, es darf wieder, meine Damen und Herren, Sie können wieder voten, auch die YouTube-Leute, in der Zukunft, nee, in der Vergangenheit, jetzt, von jetzt an gerechnet, in der Vergangenheit, für euch jetzt die Zukunft, für die YouTube-Leute ist gerade die Zukunft. Ich weiß, es ist verrückt. Ihr könnt ja mal voten, werde ich wieder rausgeschmissen oder darf ich diesmal bis zu Ende mitspielen? Bin ja ab und zu mal rausgeschmissen worden. Weil ich halt so gut gespielt habe. Gut. Wettkampf. Ja, Mann. Spielst du alleine? Im Moment ja, weil ihr habt nicht gesagt, jetzt lege ich los. Weil sonst dauert es zu lange, bis ihr alle wieder aus dem Hintern kommt. Hättet da mal früher Bescheid gesagt. Immer sagen, hey Cosimo, du machst kurz CSGO, kann ich mitmachen? Du musst da sofort sagen, Cosimo, ich will mitmachen. Jetzt ist zu spät, Mann. Jetzt fange ich an, weil sonst dauert alles zu lange, weil wir mitten in der Aufnahme jetzt sind. Da müsst ihr sofort, Cosimo, hier, aktiviert, Camp David. Zur Verfügung! Da musst du sofort Meldung an Camp David machen, sonst ist das alles zu spät, Mann. So, aber morgen dann vielleicht. Wer Lust hat, morgen. Morgen ist ja sowieso ein langer Stream-Tag wieder, wo wir dann etwas länger streamen werden. So, ey, das letzte Ding, wo wir aufgenommen haben, da haben wir 7 Videos gemacht und an dem anderen Wochenende haben wir 11 oder 13 Videos gemacht. Voll, das letzte Video, das letzten Samstag haben wir, glaube ich, wieder, wir haben auf jeden Fall, boah, am Samstag, also wenn wir uns nicht so viel quatschen und richtig Gas geben, dann machen wir richtig am Samstag immer ganz schön viele Videos. Finde ich voll geil. Vor allen Dingen sehr viele tolle, spannende Videos. Und auch schlechte Videos, die wir natürlich nicht hochladen. Theoretisch sind sogar noch mehr Videos eigentlich, aber die laden wir dann nicht hoch, weil die halt unbrauchbar sind, wie man so schön sagt. Gerade erst hinzugekommen. Oh, Jay, nicht schlimm, nicht schlimm. Da kannst du dich mal entspannen wenigstens. Ja, entspann dich mal. So, wo fange ich denn heute mal an? Pass mal auf, ich bin ganz Kriminal-Tango-mäßig. Ich werde mal Cobblestone mit reinmachen. Die wird zwar nicht kommen, aber trotzdem. Austria ist mit drin. Candles nimmt man mit drin, weil ich bin ja alleine, da brauche ich keine Rücksicht nehmen. Weil wenn ich mit anderen spiele, muss ich immer Rücksicht nehmen. Jetzt brauche ich keine Rücksicht nehmen. Jetzt kann ich eiskalt spielen, sozusagen. Ohne Rücksicht. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wo ist denn das Ding? Candles, ja. Und da bin ich immer gespannt. Italy mit drin. Die werden sowieso alle nicht kommen, aber zumindest sollte man ihnen ja die Chance geben. Das zwei.
Die Ästhetik nicht. Die ist zwar cool zum Deathmatch mal, aber der ganze Rumgeringe mitten im Matchmaking geht mir auf den Sack. So zum Rum-Deathmatchen ist ganz nice, aber Assault wäre auch irgendwann mal eine Idee, weil die ist auch eine ziemlich große Karte eigentlich, glaube ich zumindest. Zwar übersichtlich, aber groß. Okay. Ich könnte es natürlich forcieren, indem ich erstmal Mirage rausnehme. Der Mirage sozusagen. Mirage ist sozusagen der Burner, der auf jeden Fall sofort gezogen wird oder halt Inferno. Wenn ich die beiden rausmache, dann wird es kriminalmäßig. Ich mach die mal raus. Weil die spiele ich sowieso reichlich oft. Aber jetzt kommt auf jeden Fall, was wir nicht so oft spielen. Das ist einfach mal ein Fakt. Mal gucken, was passiert. Aber bin ich jetzt echt mal. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich Austria oder Cobblestone kommen, weil die anderen. Ob ich das Dust kommt oder sowas oder Kennels und Italy wird wahrscheinlich eher weniger. Ich denke mal, was meint ihr? Ihr könnt ja mal hier, votet mal alle, auch für die YouTube-Leute. Was meint ihr? Was kommt? Was denkt ihr oder was, die YouTube-Leute, was habt ihr gedacht, was kommt? Also unten für die Livestream-Leute könnt ihr jetzt sagen, was meint ihr, was kommt? Kommt Austria? Kommt vielleicht Cobblestone? Also die Ritter-Map sozusagen? Kommt die Ritter-Map? Oder kommt Kennels? Oder Italy? Oder Dust? Dust. Also ich wollte schon was weiter. Also ich bin der Meinung, Austria wird kommen, weil das halt, denke ich mal. Jay sagt Italy. Oder kann ich mitmachen? Machst Solo oder kann ich? Zu spät, Paco, zu spät, so wieder. Ja, spielt für uns. So, das heißt, Jay sagt Italy. Also ich sag Austria, mal sehen. Bekomme ich ganz viele Punkte, wenn es Italy wird. Dann gibt's auf jeden Fall Essenzen. Also überlegt euch schnell noch. Es kommt Italy, sagt Benji, 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 Ben. Ready, control. Ja? Ne, ja? Nein? Vielleicht. Alter Schwede, warum haben die Rentner das jetzt eingeschaltet? Was kommt denn jetzt? Cobblestone. Ihr habt verkackt. Jay und Benji, ihr habt verkackt. Ihr habt verkackt. Was hatte ich schon gesagt? Ich hatte auch sehr gesagt. Ich hab auch verkackt. Wir haben alle verkackt. Oh Mann, Cobblestone. Da bin ich ja so gut drin. Da bin ich wahrscheinlich der beste Spieler von allen, die es jemals gegeben hat. Mach doch mal, jetzt kauf doch mal die P90, damit du schnell all die Birne wegrasieren kannst. Los, 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 los. Alter, habe ich was am Bein? Schleift sich einer mit oder was? Wo seid ihr? Bin ich hier ganz alleine? Oh. Grenade out. Oh. War das ein Bot? Das war ein richtiger Spieler. Ach du Scheiße. Echt, das war ein richtiger Spieler gewesen. Mann, ey, hoffentlich kommt einer, der Ahnung hat, sonst los mal. Was ist denn hier los, Alter? Warum sind die alle so schwach? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Alter? Warum sterben denn die alle? Da 7 Abschüsse, keiner hat mich gebremst. Das stimmt doch was nicht. Oh, ich bin abgestürzt. Autsch! Oh, Alter, Sechse. Komme ich da wieder hoch? Ja, das ist eine Leiter. Ja, ich bin wieder oben. Ich bin. Hier kommt er schon. Wo bin ich hier? Oh, ich habe mich verlaufen. Scheiße, ich habe mich verlaufen. Kacke. Aber ich bin ja falsch hier. Wo denn? Ich sehe gar keinen. Oh. Hat jemand mal ein Auto für mich? Ich muss da lang. Na endlich mal. Ich dachte schon, bin so ein Immer-Typ geworden. Meinst du, ich habe mich verschrieben, vor allem. Ey, nicht schubsen, Digga. Echt jetzt? So. Echt jetzt, Digga? Ist wohl die Hutkrempe zu eng geworden. Vielleicht
Vielleicht schreiben die ja gerade, dass ich ein Cheater bin oder so. Aber hey, die Gegner waren wirklich gerade. Oh, der ist besser. Der spielt auf jeden Fall besser. Ich war für Rittermap. Oh, genau, nehmen wir die. Dankeschön. Dankeschön. Der nächste, bitte. Jetzt. Das war irgendwie gruselig, oder? Boah, neun Abschuss. Na, so, jetzt geht's los und ich habe keinen Plan. Dann läuft mal vor. Ich konnte nur gut gerade schießen mit meiner. Ne, jetzt ist vorbei der Spaß. Dann fang mal an. Ich bin euer Decker. Ich dachte schon, warum läuft denn jetzt keiner? Aber noch drei runterzählt, hatte ich schon. So nach dem Fall. Okay, the roots today. Ich laufe einfach immer dem Bombenleger hinterher. Da kann man nichts falsch machen, oder? Schlecht ist, wenn der stirbt und ich die Bombe habe. Also ein bisschen kenne ich mich ja aus, aber nur so ein bisschen. Schießt er da schon mal? Warum schießt er denn da? Oh! Hinter mir? Oder hat mich jetzt ein Kollege gekillt? Nee. Das wird ja interessant hier. Na, das wird ja interessant. Da bin ich mal gespannt. Aber ein bisschen leise irgendwie, oder? Man kann ja lauter machen. Ich hab volle Pulle. Ich hab volle Pulle! Wie der Kneipenwirt sagt. Dann muss ich hier am Hahn drehen. Mach mal rein, Nick! Oh. Geht er nicht lauter? Geht das nicht lauter? Ja, wer wohnt denn da an? Das ganze wohnt denn mehr? SpongeBob, SpongeBob, geht das nicht lauter? So, P250. Roots today. Like my diggy. Go, 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 go. This is my fight. Is my love. Is my Bumsdingse. Ach so, jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Wo denn? Wo schießt der denn immer alle? Oh, nehmen wir mal an, nur an Ground. Fuck! Fuck, 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 fuck! Oh, Benji setzt alles aufs Spiel sozusagen. Oh, der hat gerade schön geschossen. Das sah schön aus hier von Patrick. Patrick, du hast gut geschossen. War nicht getroffen, also ich hatte aber sah gut, das sah ruhig aus. Nicht so wie bei mir, wenn ich immer so zappel mit dem Rumballern. Er hat Potenzial. Ich glaube, Patrick hat Potenzial. Ja, das ist Patrick, oder? Nee, das ist ihn. Oh, Scheiße, wir kriegen die Fresse voll. Wir kriegen die Fresse voll. Ey, vorher meter ich die alle um und jetzt. Und nee, hier, nimmt ihr mal die Bombe. Kein Bock auf die Bombe. So, mal sehen, dass ich auf meine P90 komme. Scheiße, wieder nicht. Ja, dann halt die Tech 9. Die macht auf 90. Die macht 90 Dingsbums irgendwas. Alter, irgendwie hat das. Na, Digga, alles klar. Na los, Digga. Wo denn? Alter, ich sehe gar keinen. Da, oh, du Ratte, du halt. Mit einer Arbe? Hat der mich mit einer Arbe totgeschossen? Und vor allen Dingen schwach totgeschossen, oder? Der hat mich schwach totgeschossen. Der hat genauso geschossen, als wenn ich eine Arbe benutzen würde. Also ist noch kein Arve-Künstler. Ich hab gemerkt, dass ich langsam gestorben bin. Wenn es ein Arve-Künstler ist, dann ist es meistens so, ich sterbe qualvoll. Also einen schnellen, qualvollen Tod. Wenn ich mich aber noch dahin, wenn ich noch zwei Schüsse hören muss, dann ist das noch nicht das Wahre mit dem Arve-Künstler. Oh, Jay, warte mal, wer war das? Benji hat alles auf den Kopf gehauen, alles weg. Was macht er hier? Backlern macht den Schleicher. Husch mit den Schleicher mit den elastischen Beinen, wie er gefährlich mit den Knien wackeln kann.
Hochschmütschen Schleicher mit den elastischen Beinen. Ja, und die Frauen fangen alle an zu weinen. Wenn er dich trifft und du ihn nicht mal kommen siehst, dann ist der Schmidtchen und du guckst dir von unten an die Radies. Oh, Schmidtchen, Schleicher. Ich kenne den Text nicht. Oh, er hat gewonnen. Oh, schade. Oh, der hat natürlich alle Zeit. Aber besonders gut sind die eigentlich gar nicht, muss ich mal sagen. Die sind nicht so gut, glaube ich, oder? So, P90, Rushman. I'm the Rushman. Da, 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 Rushman. So, wer von euch ist der Bombenmann? Der Bombenmann, der Bombenmann, der alle Bomben bomben kann. So, mal los. The guy's out. The guy is out. Die stehen sogar übereinander. Okay, ich brauche eine Fernwaffe. Mann, ich spiele eine Scheiße zusammen. Die sind nicht so gut. Wenn ich ein bisschen besser spielen würde, dann könnte man das noch umreißen. Weil anscheinend scheinen meine Kollegen genauso wie ich zu spielen. Aber ich spiele aber Scheiße. Also ich spiele ja gerade Scheiße. Ich kann eigentlich noch ein bisschen besser spielen. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich eine Chance, wenn ich mir mehr Mühe geben würde. Ich muss mir unbedingt mehr Mühe irgendwie geben. Denn die sind ja gar nicht so gut. Da, guck mal hier zum Beispiel. Da, guck mal hier. Siehst du? Der hat den mit der Schrotflinte abgeballert. Da, siehst du, boom, wieder. Total schwach. Der kam von der Seite und dann wird er noch mit der Schrotflinte erschossen. So gut sind die nicht. Normalerweise hätte er ihm von der Seite locker einen Headshot da geben können. Locker. Der hätte ihn locker mit seiner Schrotflinte einen Headshot geben können. Hat er aber nicht, der andere. Also... Die sind echt. Naja, der war auch nicht gut. Der hat ja da 5 Stunden gebraucht, um zu. Wir haben irgendwie was. Nicht. Jetzt los. Amaralo SP, was? Sank, kick ihm. Wer soll? Irgendjemand soll gekickt werden. Warum bei mir bewegt sich nichts mehr? Jetzt los. Ein Counter-Strike bewegt sich nicht mehr. Jetzt. Hä? Ich bin. Hä? Ich verstehe gerade nicht, was los ist. Jetzt bin ich wieder da. Egal. Ach scheiße, ich wollte mir doch. So, mit einer SG schauen wir mal, wie das jetzt mit einer SG. Mach mal noch Distanz. Weil die sind nicht so gut. So, wollen wir mal gucken. Nein, ich habe noch gesehen, Alter. Ich bin genauso beschissen. Ey, ich bin spielt. Oh, ich habe den noch gesehen, Alter. Ich habe ihn noch gesehen. Oh, der war so schlecht. Und ich auch. Mann, die sind nicht so gut. Die kriegen wir locker eigentlich. Ich, Mann, den Cosima, nimm dich mal zusammen. Die kriegst du. Die sind nicht so gut, Mann. Das ist schlimm, wenn man weiß, dass man es kann und dann klappt es irgendwie nicht. Das ist voll scheiße, Mann. Noch ist 4-0. Das ist noch. Ich muss irgendwie besser werden. Was macht der hier eigentlich? Oh. So, zeig mal her. Ich kaufe mir nur eine. Reicht das für eine SG? Zeig mal her. Ach, kacke, Mann. Und zwar leckst mich am Arsch. Ah, die ist blöde. Ah, dann mache ich noch eine Billigrunde. Oh, Alter. Was soll denn? Warum muss ich eigentlich größtenteils immer eine Bob-Truppe haben? Kann mir das mal einer erklären, warum ich immer die Ömels bei mir habe? Ich habe selten mal die Pro-Truppe bei mir. Das ist voll. Das ist echt zum. Schieß mich meine eigenen Kollegen noch an. Ach nein, Alter. Oh, ja, steh doch noch rum, Cosima. Oh, Mann, ich.
Echt unglaublich, echt mal. Also manchmal habe ich so meine Phasen, wo ich echt sowas von eine Scheiße zusammenspiele. Das ist unglaublich. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Es gibt so Momente, da spiele ich voll episch und dann gibt es Momente, da spiele ich so einen Dreck zusammen. Das gibt's nicht. Das krieg ich nicht auf meine Reihe irgendwie so. Lorenor, Hallöchen! Guck lieber weg, Lorenor, guck weg! Das Schlimme ist, dass sie noch nicht mal so gut sind. Also ich habe das Gefühl, dass sie schlechter spielen, wie ich spiele. Also vorausgesetzt, ich spiele dann mal so wie ich sonst immer normal. Da guckt ihr das an. Der sieht den sogar noch und läuft mit dem Messer weiter. Der sieht den an der Ecke stehen, läuft mit dem Messer weiter. Und der sieht ihn auch und schießt. Das ist alles. Hör mir auf, alter Schwede. So, jetzt Kosi. Versuch dich jetzt mal pro zu benehmen, Alter. Versuch dich jetzt mal pro zu benehmen. Okay, Positionswechsel. Wer hat denn die AW? Ach, er hat die AW. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst da hinten. Ich habe nicht aufgepasst. Ich war gerade am Rumgucken. Okay. Ich habe nicht aufgepasst. Ach Mann, ey. Ich bin voll das Opfer hier, Alter. Ach was, Kurs, jeder spielt doch mal nicht wie global. Ist ja ansonsten... Dein Niveau ist ja ansonsten. Dein Niveau. Nein, Mann, ich spiele besser. Ey, sei mal jetzt ehrlich, sei mal ehrlich, so schlecht habe ich noch nie gespielt. Ich habe nicht aufgepasst, Alter. Der steht da hinten. Ich habe gar nicht da hinten hingeguckt, weil ich war mit was anderem geistig beschäftigt. Ich bin irgendwie nicht bei der Sache. Kann das sein? Was macht der da? Verrate noch allen, dass du da bist. 6 zu 0. Vielleicht werden ja die Kollegen noch wach, ich weiß es nicht. Gerade erst angemacht. Immerhin. Ja! Ja, ja, ja! Oh, komm, komm! Oh, schade. Er hat sich Mühe gegeben. Er war das Bukan. Buk oder so. Bukan hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Ah, ja, ja. 7 zu 0, Alter. 7 zu 0. Und das Schlimme, was mich so ein bisschen traurig macht, dass die anderen auch scheiße spielen. Das macht mich so traurig. Also die spielen auf jeden Fall nicht so, dass man jetzt sagen könnte, ja, die cheaten oder die spielen mit ihren Smurf. Nee, die spielen genauso. Die spielen genauso beschissen wie wir. Und das Schlimme ist aber, dass ich normalerweise ein bisschen besser spiele eigentlich. Aber na. Da, guck mal, wie so ein Déjà-vu. Das ist wie so ein Déjà-vu. Das heißt, der kommt von da hinten wieder. Fuck. Der kommt wieder von da. Oh, das ist ein Katzer. Ah, ich hätte mich dücken sollen. Hör mal auf, ey. Das kann ich doch nicht hochladen. Das ist, naja, wenigstens ist es lustig. Du hast Spaß, Cosi. Naja, aber Spaß habe ich, wenn ich mir Mühe gebe. Irgendwie gebe ich mir wahrscheinlich schon keine Mühe. Ist mein Bruder eigentlich schon bei der LOL-Seite drauf? Hat er mich... Nee, noch nicht. Ich habe da noch nichts gemacht. Da fehlen noch einige. Da fehlen, glaube ich, 5, 6 Leute oder so. Ich spiele schlecht. Ich spiele 0. Ich spiele ja noch nicht mal, also von 1 bis 10 bringe ich es ja manchmal, selbst wenn ich schlecht spiele, schaffe ich es ja wenigstens noch auf 3 zu kommen oder so, oder auf 2, ja, von 1 bis 10. Aber jetzt spiele ich gerade minus 0, ich spiele minus 5 gerade. Ich schaffe ja wenigstens von 1 bis 10 manchmal, dass ich auf meine 1, sagen wir mal 2, 3 Leistung komme.
Oder manchmal sogar ganz selten mal auch auf 7, 6, 8. Aber jetzt spiele ich minus 5. Was macht der da eigentlich, Mann? Ah, echt jetzt? Und jetzt kriegst du einen Chatshot. Wo läufst du eigentlich hin? Echt jetzt? Wie viele sind denn eigentlich noch? Vor allem hat er eine Arbe, oder? Und du stellst dich genau dahin, wo alle wissen, wo das jetzt kommen soll, jetzt stirbst du. Oh, der war gut. Besteht Hoffnung? Kriegen wir jetzt einen Win? Kriegen wir jetzt einen Win? Der kommt von der anderen Seite. Ey, der war gut. Patrick, ich sag ja, Patrick ist unser Mariah Carey. Patrick ist gut, Mann. Also, ne, was man jetzt so... Ja, du warst gut, oder? Der ist auf jeden Fall besser wie ich. Das ist irgendwie traurig, aber naja. Patrick ist auf jeden Fall gut. So. Was machen die anderen eigentlich? Sterben, oder? Was machen die anderen denn eigentlich? So, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, so geht das nicht weiter. Er ist ja voll beschissen. Ey. So. Ich def jetzt einfach nur noch. Ich bleib jetzt hier einfach stehen und warte, bis der da hinten kommt und schießt tot. Hallöchen alle Neuen übrigens. Ich muss aufpassen, ich muss jetzt wenigstens einmal was totschießen. 5, 4, 3, 2, 1. Da ist er. Cool, oder? Der kam genau auf Ansage. Nicht interessant. So viel zum Thema Cosima. Und warum zählst du? Oh nein, oh, wäre da jetzt einer gewesen, wäre ich schon tot gewesen. Nochmal mein Idiotenbonus-Standard. Warte mal. Oh mein Schiff. Oh nein. Wo ist die Bombe? Blend mal noch die Bombe. Na, plus wir holen jetzt noch ab. Ja, geil, Mann. Na also, geht doch. Ach, immer diese emotionalen Schwankungen hier. Aber wir laufen immer nach da, oder? Pass mal auf, ich laufe jetzt mal hier lang. Was ist das für ein Rank-Spiel? Oh Mann, ein dramatisches Beschissenes, kannst du sagen. Spiel die Cosi auch. Challenger Game? Na, okay. Warte mal. Ah ja, ja, genau hier. Oh, jetzt hat mich jeder gehört. Nicht so laut, nicht so laut. Oh, ich wusste, dass er da steht. Oh, ich wusste, dass er da steht, Alter. Oh. Schmerzen, ich hab Schmerzen. Loser-Schmerzen, ich hab Loser-Schmerzen, Alter. Das ist schlimm, wenn man das weiß. Am schlimmsten ist, wenn du was weißt und dann machst du es trotzdem. Ja. Das regt mich am meisten auf, wenn ich was weiß und dann mache ich das trotzdem. Das ist so schlimm, Mann. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist das... Ich weiß auch nicht. Wird heute noch Bravalla gespielt? Keine Ahnung. Nein, sie spielt nicht auf Challenger. Was? Nicht? Kann man da mal gegeneinander spielen? Gegeneinander nicht, aber mitspielen kannst du. Nicht gegeneinander, aber... Oh, guck mal. Das ist ja keiner so... Ich hab das gerade gesehen. Meine Bombe. Habt ihr gesehen, wie er so nach der Bombe greifen wollte? Es sah so aus, als ob er nach der Bombe greifen wollte. Oder so. Ich bin Terrorist, meine Bombe. Das sah ich eben. Schon allein deswegen muss ich das hochladen, wie er so runterfällt mit der Bombe. Meine Bombe. Okay. Mein Cash-Management zahlt sich gerade wieder mal aus. So, ich kann mir danach noch einmal eine Dingsbums. Ist das SG oder ja, SG? Los jetzt. Wir bauen Scheiße. Oh, Digga, lauf doch mal, Mann, Alter. Nimm das Messer in die Hand und renn für dein Land. Nimm das Messer in die Hand und renn für dein Land. Oh, du jetzt um die Ecke, Headshot und? Alles gut? Da ist er schon. Oh, Feuer, Feuer, Feuer! Fuck, Feuer! Das ist mir nicht geheuer! Die legen lauter Feuer! Meiner Kollege Schnürschuhe.
Ach gut, da steht er wieder. Oh, böses Bumse, du. Habe ich eigentlich schon was getroffen? Bombe liegt da? Ach so, die liegt da. Mann, ich kenne mich auf dieser Karte noch nicht so aus. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Oh! Nein! Oh ja! Oh Mann, Alter, der steht da! Ich sag ja, die sind schlecht. Plant mal die Bomben oder sowas. Nein! Oh! Stell dich doch bitte mal schlau an. Bitte tu mir den Gefallen und schalt mal das Gehirn ein, Alter. Denkst du, in welchem Bezirk wohnst du? Hier so mit Häuser so. Ich hab hier so mit Häuser. Oh, ich hab die Bombe. Oh. Dann geht die Bombe hoch, ist doch klar. Weil GPF mal wieder Counter war. Wir sind die Ruler vom Dienst, Skiller von Natur. Aber unser Fehler ist... Wie du mir, so ich dir, ne? Er macht den Kollegen tot, ich mach ihn tot. Psst. Oh. Psst. Eise. Warum hab ich eigentlich eine Dingsbombe? Meine Fresse, ich spiele. Also. Habe ich was getroffen? Nee. Alter, ich mache einen auf Pro hier, ja, aber ich weiß noch, ich treffe nichts. Nee, ich will jetzt die Bombe nicht mehr, oder? Oder doch? Doch, ich nehme die Bombe. Wir haben zweimal gewonnen, wo ich die Bombe hatte. Und go! Let's go, my brother, let's go! Yeah! Granite out! Gut. Wo ist er? Da war er gerade, oder? Alter Schwede. Oh, Alter. Wo ist er? Der ist da drin, oder? Ist er da drin? Yes! 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 Ich sag doch, die sind nicht so gut. So. Warte mal, kaufen wir mal die Piana so. So. Dann kann ich besser den vom Kopf ein und den Kopf schieben. Move it! Yeah, I like to move it! Move it! Heute schenkt mir deine Tastatur. Was? Tastatur? Schenk mir deine Tastatur, dann hast du eine Gummischnur. Psst. Psst. 5, 4. Nee, genauso. Genauso wollte ich sagen. Ey, Digga! Digga! Alles klar. Ich muss mal kurz meine Bilanz ziehen, sag mal her. Oh, letzter Stelle, voll der Loser. Ey. I am planting. Na, na, na. I am... Was ist das für ein komisches Spiel? Kann mir das mal einer erklären? I am planting. Hast du die Tastatur anbeten? Anbeten. Schenk mir mal deine Tastatur, geliebte Ehrenkosi. Geliebte Ehrenkosi, die Cosi Mosi Dosi.
Hallöchen erstmal. Herzlich willkommen hier bei Hypnos War. Mit nee, Mann, ich gehe da lang. Das ist mir. Mein Urin sagt mir, ich sollte da hingehen. Jetzt habe ich natürlich leider Zeit verloren, die ich aber dank eines Messers, weil keiner damit läuft anscheinend hier, wieder aufhören werde. Achtung, Waffenwechsel. Der war schwach, Alter, der war schwach. Ich sag ja, die sind nicht gut. Und? Ein Déjà-vu, ja? Déjà-vu. Oh, ich habe nur noch 9 Leben. Ich habe nur noch 9 Leben. Ich sollte mich verstecken. Nein. Ich bin ein Terrorist. Terroristen verstecken sich nicht. Sie greifen an. Hast du gerade mit einer... Hat der gerade mit einer Schrotflinte... Der ist mit einer Schrotflinte durch die Gegend gelaufen. Ja, wir sind alle pro, Mann. Wir laufen hinter Schrotflinte durch die... Wo sind denn die alle? Oh, ich bin auf dem falschen Bestimmungsort, oder? Jo, Cosima, wenn es einen Ort gibt, von der, wo die Bombe ist, dann bist du davon am meisten, am wenigsten... ja, passt denn. Gib mal ein bisschen Gas jetzt. Dann finden wir jetzt hier einen Ort, Alter. Ich hab ihn gespürt, Alter. Ich hab den Schmerz gespürt. Den Schmerz der Blödheit. Ah, nee. Oh, nee, Mann. Ich auch nicht. Was? Satz? Verstehe ich nicht. Sind wir schon 2. Aber Mann, 8 zu 6. Ist doch witzig, oder? Irgendwie. Patrick, ja, Patrick. Da, Patrick, nicht, da, der schießt auf dich. Oh, so geht's natürlich. Aber wenigstens Patrick gibt sich Mühe. Guck mal, der steht nur an vorletzter Stelle. Aber Patrick hat sich doch Mühe gegeben. Haben sie jetzt alle... Oh, der da oben, Fox. Na klar. 33 Abschüsse. Na logisch. Der ist der einzige Überflieger von der ganzen Welt. Er ist im Silbergame, ist er der einzige, der 33 Abschüsse macht. Ja, genau, lass mal sprühen. Hier, RIP für alle. So, jetzt los, Alter. Ah, ich bin falsch gelaufen. Ich wollte auf der anderen links mitlaufen. Naja, egal. Sterben wir wieder alle. So, jetzt geht's los. Kuckuck. Ruft aus dem Wald. Na, alle sind auf den anderen. Na, dann mal los und gib mal Gas. Angriff. Das ist ja, ich verstehe dieses Spiel irgendwie nicht. Ich krieg's irgendwie nicht auf die Reihe, was hier los ist. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber okay, egal. Ja, P90. Weil jetzt müssen wir einen auf Nahkampf machen, glaube ich. Mal gucken. Nächste Runde, ich brauche meine AUG. Aber die AUG. P90 ist auf jeden Fall geregelt. Digga, lauf mal, Digga! Oh, ich hab mich, warte mal. Oh. Grenade. Ja, danke, dass ich nur noch 98 habe, Digga. Du bist echt cool, Digga, Mann. Digga, man. So, jetzt muss ich aufpassen. Wo kommen sie denn? Kuckuck. Doktor? 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 Nee, oder? Die sind auf A gegangen. Obwohl, warte mal, hier machen irgendwie alle Stress. Und, ah, scheiße, ein Kollege angeschossen. Jetzt war ich gerade verwirrt gerade. Wo ist denn der Vogel? Ich hatte doch gerade irgendwas gezwickt hier. Da. Zur Halbzeit 33 Kohle. Was? Sind schon zweimal. Zur Halbzeit 33 Kohle. 33 zum Ende ist schon viel. Wie jetzt? Was redest du? Was redest du? So, die AUG. Ich weiß, es ist jetzt voll der Fehlstingsbums, aber egal. Ich bleib jetzt lieber auf Distanz, weil ich einfach zu dämlich mich gerade anstelle. Und wenn ich mich so dämlich anstelle, sollte ich lieber auf Distanz spielen. Alter, hör jetzt auf hier! Ich habe das Gefühl, das ist alles falsch hier. Und das ist jetzt auch falsch, was ich mache. Weil ich habe eine Fernwaffe. Was nützt es, wenn ich jetzt hier... Obwohl, warte mal. 5?
4, 3, 2, bei dir ist was. Bist du so leise, oder? Wo sind denn die alle? Alle bei A, oder? Psst. Da! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ah, nein! Ich hab mich so dämlich angestellt! Scheiße, Mann! Ich habe ihn sogar noch rumlaufen gehört. Ich sag ja. Guckst du nie auf... Nee, ich spüre die alle immer. Ich spüre die immer. Ich hab so ein Talent. Ich kann die spüren. Was sagst du dazu? Das ist ein Ding, oder? Ich kann die spüren. Naja, nicht immer, aber manchmal. Voll verrückt, oder? Ich mach mal eine sogenannte Sparrunde. Nein, das ist keine Ecke-Runde. Ich will da nicht hingehen. Obwohl, mein Gefühl sagt mir, ich sollte hier hingehen. Grenade out. 5. 4. Nee, ist zu weit gezählt. 3. Ja, die gehen wieder dahin. Die gehen also immer nach. Hey, ich bin wieder mal. Genau. Lauf mal 10 Kilometer einfach mal. Lauf mal 10 Kilometer einfach. Genau, damit mich keiner erwischt. Gut. Ich war sehr weit weg gewesen, kann man sagen. Na, sehr, sehr weit. Chris, Hallöchen! Halt, warte. Ja, gut. Auge, Alter, die Schweine teuer, die Knarre da. Die. Let's go, ready to rumble. So, Digga, ich lauf dir mal hinterher. Ja, genau. Hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig. Flashbang. Und wie, jetzt kommt hier keiner. Bin extra hier hingelaufen. So. Jetzt bitte die Kameraden zum Tod schießen. 5. 4, 3, die kommen ja nicht. 2, kommen ja nicht. Zurzeit bin ich immer genau an. Oh. Kollege ist gestorben. Noch ein Kollege. Ich bin ganz alleine. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich bin im Kreis gelaufen. Scheiße. Oh, jetzt schmeißen sie mich raus. Ich bin im Kreis gelaufen. Oh. Wo denn? Hinter mir. Jetzt schmeißen sie mich raus. Jetzt wurden sie mich raus. Was spielt die für eine Scheiße? Wurde die raus? Ich heiße die mehr. Mann, gib mir mal irgendwas, womit ich arbeiten kann. Ich kann mit dem Scheiß nicht arbeiten, Mann. Das heißt, wieder mal eine Armrunde machen. Oh, ich habe eine Waffe bekommen. Cool, Mann. Das ist aber cool. Das ist ja cool, Mann. Ich habe einen M1 bekommen. Das ist nice. Dankeschön. Oh, oh, oh. Ach, komm schon, Mann. Du bist doch scheiße, Mann. Aber immerhin, 10-10. Dieses Game ist wieder mal eins dieses Mysterien-Games, kannst du sagen. Ja, das ist ein Mysterien. Ich muss mir nur mal ein bisschen mehr Mühe geben, so wie ich sonst auch normal spiele. Und dann,
dann denke ich mal, würde ich einen guten Beitrag mitleisten. So, dann ist noch dieser Bug und dieser Patrick, dann würden wir das rocken wahrscheinlich. Die anderen BMWs jetzt nicht. Die anderen spielen schlecht. Das ist auf jeden Fall Fakt. Oder vielleicht spielen einfach Silberspieler so. Vielleicht sind wir alle so. Vielleicht sind Silberspieler so. Wahrscheinlich ist das so. Ja. Wahrscheinlich ist Silberspieler so, oder? Ich spiele wahrscheinlich genauso, wie so ein Silberspieler wahrscheinlich spielt. Ja. Mal spielen sie gut, mal spielen sie gar nicht. Mal blicken sie nicht durch. Wahrscheinlich sind so wahrscheinlich die Silberspieler. Wahrscheinlich brauche ich mir da keinen Kopf machen, weil ich spiele wahrscheinlich genauso, wie man so spielt, wenn man so Silberspieler ist. Ja, Mann. Das denke ich mir mal. Ich kaufe mir mal einen Desert Eagle jetzt so. Da muss ich aber nur lernen, vorsichtig abzuziehen. Nicht so aggressiv eigentlich. So, ich gehe wieder hier hin und mal sehen, ob sie jetzt kommen. Wetten, dass sie jetzt kommen? Jetzt, wo ich eine Fernwaffe brauche, oder kommen sie jetzt wieder? Kommen wir wieder 1000 Mann lang gelaufen. Achtung, der kommt von hier. Ich spüre es schon. Psst, der ist da oben. Kuckuck. Hinter mir, oder? Ey, ich gucke 8000 Stunden hinter mir, dann gucke ich einmal nach vorne und dann kommt der Sohn von hinten, Alter. Von hinten, oder? Ich wurde von hinten bestimmt erschossen. Ich muss wahrscheinlich Lamsanger denken, weil die sind nicht so schnell, oder? Ich muss Lamsanger werden, ich bin zu schnell. Ich glaube, ich muss Lamsanger werden. Kann ich mir meine Augen kaufen? Ja, ich muss Lamsanger werden. Okay, ich tue jetzt mal so ganz Lamsang. Ich muss langsamer werden. Also. Nee, ich mag da nicht lang gehen. Oh, da kommt der ganze Trupp angelaufen, Alter, die stehen da ganz an ihnen, ey, verstehst du? Da kommt der ganze Trupp und ich schieße oder so eine Scheiße. Dann nehme ich mal jemand nicht mehr eine P90, die hätte ich jetzt alle wegwaschen können mit meiner verfickten scheiß P90 und ich hab ne Augen in der Hand, du alter Hurensohn, du scheiße Mann. So, muss ja mal gesagt werden. Machen wir gleich nochmal. Wo waren denn das nochmal? Wo muss ich jetzt nochmal hin? Mut. War mal da unten, oder? Ja, ich bin da unten, genau. So. Fünf. 4, 3, 2, 1. Mich auf dieser Map nicht so aus, wo die. Ich habe noch nicht so ein Gespür für diese Karte, wo die lang marschieren könnten. Wo sind sie denn jetzt? Also ein paar Kumpels sind bei B. Ah, Bombe. Bombe ist nach B. B. Wo sind jetzt B? Ich weiß ja nicht, wo B ist, verdammte Scheiße. Da muss ich lang. Und jetzt? Wo ist jetzt? Wo ist ein B hier? Hallo? Wo ist ein B? Kein. Mann! Verstehst du, voller Verwirrung irre ich durch die Gegend und dann kommt irgend so ein Typ und ich war gar nicht psychologisch bereit. Guck mal. Ich war psychologisch gar nicht bereit. Ich war ja noch am B suchen, Mann.
Ach Mann. Wie groß ist dein Bildschirm? Der eine ist ungefähr so. Also, der eine ist ungefähr so. Und der andere ist ungefähr. Ich muss es ja auch noch. Yo. Flashbang. Like my diggy. Wir haben welcher verdammte Sohn von euch? Hey, leck mich am Arsch, Alter. 5, 4, 3, 2. Du hast 22 Stunden gespielt. Müsstest du nicht langsam wissen, wo B ist? Nein, ich habe mehr gespielt. 300 Stunden oder so. Oh, ich allein gegen alle. Na, wenigstens nimmt mir jetzt keiner mehr die Kills weg. Ja, aber wo? Wo hat denn der die Bombe geplantet? Scheiße. Wo hat denn der die geplantet? Na, schaffe ich nicht mehr. Ich werde auf jeden Fall noch rausgevotet, ey. Boah, die haben jetzt gleich gewonnen. Ach Mann. Aber wir haben uns gut geschlagen, nicht? Schade. War mal ein schönes Game gewesen. Auch wenn ich leider nicht mitgespielt habe. Nee, wieder unten wieder. Auch wenn ich leider nicht mitgespielt habe, war es ein schönes Game. Ich hätte in die Ecke gucken müssen. Wenn da jetzt einer gewesen wäre, wäre ich wieder tot gewesen. Throwing flashbang. Throwing smoke. Wo Kontakt? Bei A, B, C? Bei B. Scheiße. Nein. Wie ist immer nicht. Ah, warte mal. Gar keine Reaktion gehabt. Ich hatte gar keine Reaktion. Sieben Abschüsse. Wieder dramatisch gewesen, Mensch. Jingle Bells, Jingle Bells, la 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 la. Ich kann es kaum glauben, la 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 la. Naja, war auf jeden Fall dramatisch. Die Zeit lang hat man sogar aufgeholt. Aber dann hat es auf einmal wieder nachgelassen. So, für die YouTube-Leute, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. War auf jeden Fall ein dramatisches Ding, werde ich hochladen, weil wir hatten so unsere Momente, ich auch, nicht, aber doch, ein bisschen schon, aber vielleicht zur Nachanalyse. Auf jeden Fall werde ich das hochladen, weil ich denke mal, das muss man auch mit drauf haben, weil ich kann ja nicht immer nur Win spiele. War ja auf jeden Fall ein gutes Match, also ich habe versucht besser zu werden, also ich habe versucht, zu meine alte schlechte Leistung zurückzukehren, dass ich wenigstens auf Arbeitsleistung 3 komme von 1 bis 10, ja, wenigstens so 3 vielleicht schaffe, 2, 3, aber ich habe die meiste Zeit habe ich 0 bis minus 5 gespielt, was aber minus 2, ja, statt plus 2 bis 3 habe ich 0 bis minus 2, 3 gespielt. Aber anscheinend war ich auch nicht in der Lage, bis, sagen wir mal, 7, 8 zu spielen, von der Leistung her.
Tja, keine Ahnung. Ich habe es wahrscheinlich nicht ernsthaft genug gesehen. Ich sehe es einfach so, lalala. Ich habe es wahrscheinlich nicht so ernst gesehen. Deswegen war dieser Kampfgeist nicht so richtig. Aber Mann, einmal hätte ich drei töten können, oder? Da an der, als die alle letzte Trupp da rausgekommen ist und ich mit meiner scheiß Auge da gestanden habe. Ich glaube, ich hätte die mit meiner P90 hätte die auch nicht totgeschossen. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht. Ich hätte sowieso nicht. Ich hätte sowieso nicht. Also. Achso, und weiter ein schönes Wochenende gewünscht. So. Also wir gehen jetzt erstmal rein ins Wochenende. Morgen wird es ja richtig dann heftig wahrscheinlich. Was ist jetzt hier auf Aufnahme enden?